Okay, da wir den letzten Part den Boomerang erhalten haben, können wir eigentlich aus diesem Raum fliehen, nämlich dadurch und bam bam. Sesam, öffne dich. Easy. Aber diesen Raum geht es ansonsten meines Wissens nach nichts, also weiter geht's. Ja, wir haben es eigentlich circa die Hälfte des Samstags schon geschafft, ne? Also wir sind echt weit gekommen schon. Ohne Witz. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal dich kalt. Und Alter. Bam. Bam. Boom. Weil damit können wir jetzt ihre Flügel abreißen. So richtig brutal eigentlich. Und Bäumchen. Komm her. Nun kommst du nicht, ne? Nun kommst du nicht. Die Magie nämlich auch liebend gern. Lol. Wir stehen einfach in der Luft und können durch die Wand schauen. Wie geil. Cool. Aber okay. Da hoch können wir noch. Da würde ich auch noch gerne kurz hochschauen. Deswegen schneiden wir dich mal ab. Aber wir schneiden nicht mehr. Schade. Schade, schade. Deswegen gehen wir jetzt erstmal da hoch. Bam. Und klettern nach oben, an dem Seil nach oben, damit wir uns dann auf die Stange stellen können. So, nächstes Ziel. Weil ich glaube, dort oben ist die Truhe. Da bin ich mir aber echt unsicher gerade, ne? Wie gesagt, viele Sachen habe ich in dem Spiel schon entdeckt, aber wiederum viele Sachen auch nicht. Deswegen macht es mir das LP gerade richtig viel Spaß. Also es ist aktuell sogar mein Lieblings-LP auf dem Kanal. Weil es halt einfach rein die Nostalgie ist, plus die ganze Blödsinn hier noch. Das ganze Entdecken, das ist einfach cool. Allgemein, Zelda ist meine Lieblingsreihe und noch ein Glücksamulett. Perfekt. Ich liebe einfach Wind Waker und die Zelda-Reihe. Es ist einfach so geil. Ne? Und dort runter. Ah, Fallschirm. Boop. Boop. Bam, bam. K.O. Mit Boomerang kommen wir jetzt auch an die Truhe von Anfang an. Also, die Ruhe, wo am Anfang war, kommen wir jetzt dadurch auch an die Rand. Allerdings wird die noch ein bisschen warten müssen. Machen wir das noch ein bisschen hier kaputt. Bam, 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 bam. Und scheiße. Ist er irgendwo angedotscht? Oh, ist er wieder angedotscht. Komm, mach das kaputt. Bam, bam, bam. Und auf nach drüben. Ups. Dups. Und die Truhe würde ich auch noch gerne mitnehmen. Und da drin ist noch ein Glücksamulett. Alter. Schon wieder eins. Holy shit. Wie viele haben wir jetzt davon eigentlich schon? Jetzt will ich mal kurz gerne nachschauen. 19. Oha. Und schon 20 Glücksgoldfedern. Krass. Also, ich würde sagen, mit den Goldfedern und den Glücksamuletten läuft es bei uns aktuell wirklich gut. Ein bisschen zu gut für meinen Geschmack. Und ich glaube, da drüben ist schon wieder ein Glücksamulett. Läuft. Allerdings würde ich sagen, springen wir auf die Pflanze drauf. Bam. Und machen das jetzt hier mal kaputt. 1, 2, 3, 4, 5. Bam, 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 bam. Und brechen durch den Boden. Vor. Geil. Nicht wahr? Dadurch. Und dann haben wir schon die nächste Ebene erreicht. Komm her, du verletzte kleines Ding. Ich will eine Goldfeder haben. Danke für die Spende und ciao. Und euch machen wir es alle kalt. Bam, bam, bam. Weil die nerven extrem. Kann ich nie. Kann man anziehen? Kann nicht. Eigentlich könnten wir sie einfach runterwehen. Komm, wehen wir sie runter, damit es auch mal gezeigt ist. Also, ihr positioniert hin und wechseln sie. Aber die sind so leicht, dass sie sogar noch in der Luft schweben, ey. Ja, diggity down. Und diese Grabscher da, diese Grabscherhände, wo wir versuchen, nach euch zu greifen, schön abschneiden, weil die klauen eure Magie. Und saugen euch leer. Also immer schön abschneiden und lasst euch nicht von denen erwischen. Weil eure Magieleiste ist dann schneller leer, als ihr glaubt. Ne? Am meisten werden euch jetzt noch die Dinger erwischen. Bam. Aber das sieht auch richtig widerlich aus, wenn man die abschneidet, wie das grüne Zeug, was quasi ihr Blut, glaube ich, darstellt, dann so rumfliegen. So, oh, das ist einfach wirklich krank, wie das aussieht, ey. Aber den gelben Rubin nehme ich gerne mit. Oh yeah. Und alles klar. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber bei mir haben jetzt gerade die Hunde gewählt. Vielleicht. Oh. Und dort kommt. Ey. Ich wollte gerade was vorstellen. Meine Fresse. Dort kommen wir noch nicht weiter. Da brauchen wir erst noch ein anderes Item, um das wegzusprengen. Und damit habe ich es auch quasi confirmed. Allerdings sage ich nicht, was ich jetzt damit gemeint habe. On top.
Also diesen Dungeon werden wir nicht auf einen Anschlag auf 100% lösen und Alter. Kannst du jetzt mal. Jetzt hat. Boah, ich dachte jetzt schon, dass er da hängt, komplett hängen geblieben ist, ey. Mann, Mann, Mann. Und. Nee. Komm her. Er schießt. Gut. Eins. Und. Zwei. So, schieße hauen. Stören die uns wenigstens nicht mehr. Alles klar. Und jetzt dagegen. Ja, diese Floßidee finde ich eigentlich auch ziemlich geil mit dem Deckel, dass man quasi ein Floß hat. Und, boah, ich dachte gerade erst, ich falle ins Wasser. Zu viele Grabsteine und zu viel Schleim. Schön wegbleiben. Und, scheiße. Okay. Und das ist der Boski. Nice. Den lassen wir natürlich nicht entgehen. Also müssen wir erstmal dieses Scheiterrätsel hier lösen. Alles klar. Eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sam öffne dich. Perfekt. Und ups. Und den Schlüssel nehmen wir mit. Damit wir zum Boss kommen. Weil in diesem Part will ich den Dungeon noch so größer als so 100% abschließen. Also so weit, wie es eigentlich aktuell geht. Also, hauen wir wieder ab. Obwohl. Moblins machen uns, sperren uns den Weg. Und. Halt ich mal die Fresse. Und das Gesicht immer, das finde ich so geil. Und. Er hat seinen Kumpel geschlagen, was für ein Idiot. Dann nehme ich auch die Totenkopfkette mit. Das finde ich immer so geil. Und du schlägst doch eine Runde, weil. Ich steche mir den Arsch und. Ich finde das so geil im Wind Waker. Es gibt so viele kleine Secrets bei den Gegnern. Oh, du. Boah. Oh nein, nein. Nein, 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 du gibst mir keine mit, mein Freund. Du gibst mir keine mit. Geh doch sterben, Mann. Und. Oh. Und der eine macht es auf Boxer. Wird aber vernichtet. Bam. Bam. Easy. Double KO. Und beide droppen eine Kugel. Nice. Das sollte Geld drin sein und Herzen. Allerdings sind wir schon so voll mit Herzen, dass uns das eigentlich überhaupt nicht juckt, ne? Und die Pflanzen hören leider immer noch nicht auf da. Also nehmen wir einfach den Hinterausgang. Und, goddammit. Komm schon. Perfekt. Blub, blub, blub. Und, oh, achso, das reicht schon. Boah, ich dachte jetzt erst, ich müsste anhalten. Aber nein, muss ich nicht. Es wäre jetzt was schief gelaufen. Was hätte ich gedacht? Aber alles ist doch gut. Alles ist doch gut. Kommt her, ihr Wichser. Hopp, aufstehen. Bam. Ciao, ciao. Und machen wir alle mal kaputt. Damit wir es dann nicht ins Wasser fallen. Weil die werden es definitiv schwerer machen. Dann dich noch und dein Kumpel da noch. Boom. Ciao. Und ich wollte nicht ins Wasser fallen und fall trotzdem ins Wasser. Yeah. Das ist scheiße. Aber okay. Kann man nichts machen. Dann mach ich mal sagen. Tschack, boom. Gehen wir da rein. Und fliegen nach oben. Hui. Dann sind wir ja schon bald beim Boss, ey. Weil schatzkistenmäßig ist dort am Anfang, glaube ich, noch eine. Im Erdgeschoss ist gar keine mehr. Im Untergeschoss, wo wir jetzt hingehen. Wo wir jetzt sind, ist noch eine. Obwohl, das ist, ja stimmt, das ist, glaube ich, der eine Raum, wo wir nicht hinkonnten, oder? Das müsste doch der Raum, ja, das ist der Raum, wo wir noch nicht hinkonnten, zu der Truhe. Die können wir erst im Nachhinein holen. Da haben wir alles, da ist eine Kiste vor uns und da müssen wir wieder zurücklatschen am Anfang. Okay. Und dann wissen wir ja, was wir jetzt zu tun haben. Aber hier erst gehen wir mal da lang. Bam. Falle. Schon wieder. Okay, was wartet hier auf mich? Oh Gott, nicht hier. Nicht die kackenden Viecher. Oh, knapp. Und oh, der hat mich verwischt. Schade. Aber machen wir jetzt mal die Dinger kaputt, weil die nerven mich jetzt gerade wieder. Die Schüssel, sie verpuffen jetzt. Nein, tun sie natürlich nicht. Aber die Truhe nehme ich mit. Die nehme ich auf jeden Fall mit. So, verzieht euch. Ich will gerne die Herzen mitnehmen. Zieht euch alle doch. Meine Güte. Aber nimm mir das mit.
Wieder ein Glücksammerleid. Das haben wir schon über 20, ey. Und Alter, wie das aussieht, wie die an uns kleben. Richtig ekelhaft. Komm, lieber fertig hier. Weg mit euch. Ausweichen. Dann laufen wir jetzt ganz normal weiter. Und dann sind wir schon beim Boss. Alles klar. Aber bevor wir zum Boss gehen, werde ich definitiv noch die letzte Truhe holen, wo wir verpasst haben. Deswegen schneide euch jetzt den Weg dorthin, weil ich wollte einmal so diesen Teleporter haben. Also, bis gleich. Okay, bin da. Also, Boomerang, do your thing. Bah. Easy. Und aufmachen. Ach, die letzte Truhe und dann ist es schon Zeit für den Boss. Da sind wir schon wieder mit dem Dungeon durch. Das geht ja richtig schnell, ja. Aber die Schatzkarte nehme ich, wie gesagt, immer gerne mit. Das müsste sogar die Schatzkarte sein, wo uns dann zum einem Herzteil bringen müsste. Ja, das müsste, glaube ich, die sein. Aber okay, ich schaue euch den Weg bis zum Boss wieder, bis zum Bossraum. Also, bis gleich. Okay, Zeit, den Boss einzuhalten. Nochmal kurze Kontrolle. Da ist alles, da ist alles, da ist alles. Und in dem Raum können wir noch nicht rein. Perfekt. Wir haben alles. Let's go. Oh yeah. Zeit für den zweiten Boss, Leute. Der auch ein richtig geiles Geheimnis hat. Aber das sage ich euch denn nach dem Boss und schneide es euch dann rein, weil das ist echt geil. Oder ist das ist wirklich geil? Makoros! Da ist er! Was ist das für ein Vieh? Scheiße, es hat es. Er hat ihn gefressen! Ach, Scheiße. Okay. Zeit, dem Vieh ein bisschen Manieren beizubringen. Ich weiß gerade nicht, wie der Boss heißt. Es wird aber im Titel stehen. Also, let's go. Erstmal alles hier abhacken, damit das Vieh sich wieder öffnet. Kaputt mit dir. Und oh oh. Es kommen Pflanzen. Ah. Das ist ein Bodenangriff. Okay, alle Dinge haben sich gelöst. Komm schon. Komm schon. Erster Boden. Let's go. Komm schon, mach ich kalt. Komm schon. Hä? Ist er nicht down? Ach du Scheiße, der liegt hier immer noch. Also. Krasser Typ. Ohne Witz, echt krasser Typ, dass er immer noch lebt. Und schön an den Rand sein, weil sonst erwischen sie euch. Ja, so machen wir es einmal nochmal. Und oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Boah, das war so knapp, gerade. So macht's alles kaputt hier. Letzte. Obwohl, das sind, da hinten sind noch drei. Scheiße. Und, das war nicht das gleiche erwischen. Oder auch nicht. Go down! Den haben wir wirklich schnell besiegt. Down! Und unser Herzcontainer! Und Maronus. Oder Makoros. Makoros war. Oder, ich glaube, Makoros war sein Name. Ich hätte es wieder voll vergessen. Aber okay, wir haben den Dungeon geschafft. Der zweite Dungeon ist komplett. Hey. Weißt du, ist der mich gerettet hat, werter Freund? Danke dir. Ich danke dir vielmals. Als mir schwarz vor Augen wurde, da dachte ich, mein letztes Stündchen hätte geschlagen. Kein Wunder. Aber wie bist du denn nur bisher gekommen, ohne werter Freund? Was? Ein Dekoblatt? Aber ja doch, heute ist unser Tag der alljährlichen Zeremonie. Wir dürfen hier keine Zeit verschwenden. Ein bisschen schnell vorhin hier hinkommen. Alles klar, aber der Herzcontainer kommt mit. Oh yeah. Du hast damit wieder einen Herzcontainer erhalten und damit haben wir jetzt 6 Herzen. Läuft doch, oder? Aber auf jeden Fall, let's go. Wir müssen zum Dekobaum zurück. Weil, da wartet dort auf uns. Und er kommt natürlich auch mit. Ah, das sind wir wieder. Hey, Dekobaum. Wir haben ihn. Oh, Makoros war der Name. Stimmt ja. Du bist wohl auf zurückgekehrt. Es tut mir leid, Dekobaum. Ich weiß, du hast es uns immer und immer wieder gemacht, aber ich war taub. Gräm dich nicht, Makoros. Das nächste Mal wirst du vorsichtiger sein. Malik,
Das hast du dir wirklich gut gemacht. Nimm dies hier als Zeichen meines Dankes. Ich gebe dir das, was ich dir versprochen habe. Heraus der Mond. Das nächste Artefakt. Geil. Oh yeah! Du hast Heraus der Mond erhalten. Du hast ihn von Dekomon, den Terrahüter, überreicht bekommen. Ich bete, dass dieser Dämon dir den Weg zu deinem guten Schicksal weist. Aber Makoros, so weine doch nicht mehr. Trockne deine Tränen und erfreue uns wie immer mit deinem fröhlichen Spiel. Du hast recht. Wir müssen umgehen mit der Zeremonie beginnen. Tut mir leid, dass ich euch alle haben warten lassen. Also dann beginnen wir. Cool. Boah, ich weiß ja gar nicht mehr, wie das heißt. War das eine Violine? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr gerade wisst, welches Instrument es ist. Aber ich glaube, es war eine Violine, was er jetzt hat. Ja, da freut man nicht. Ich werde mir heute besonders viel Mühe beim meinem Spiel geben, um mich dir erkenntlich zu zeigen. Ich hoffe, du findest an dem Konzert gefallen. Oh ja. Leg los. Das ist geil. Deko Bau weht seine Sache. Das ist ein linkes Gesicht aus dem Alter. Wow. Die Same von den Deko Bau. Deko Bau, auch dieses Jahr gibt es wieder eine ganz vorzügliche Saat. Mit Hilfe dieser Saal können wir wieder prachtvolle Wälder heranwachsen lassen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir freuen uns schon wieder aufs nächste Jahr. Bis dann und lebt wohl. Und dir auch alles Gute, Wetterfreunde. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao. Und da verteilen sie sich jetzt über die Welt. Und sehen die Samen des Deko-Bombes. Schön, oder? Ja. Ich würde sagen, an der Stelle beenden wir den Part. Lasst einen Like-Kommentar, wenn euch der Part gefallen hat. Neben diesem wunderschönen Violinspiel von Makoros. Ich würde sagen, bis uns dann das nächste Mal bei The Legend of Zelda The Wind Waker, wenn wir unser nächstes Ziel ansteuern. Bis dann und ciao.